Sascha für Mobile Geeks hier auf dem Mobile World Congress in Barcelona und das ist nach wie vor mein Lieblingstelefon bzw. mein Lieblingstablet. Das ist das Samsung Galaxy Note 2 und wie ihr sehen könnt, das ist gerade auf voller Helligkeit eingestellt mit dem Super AMOLED Display und man kann kaum was erkennen. Lasst mich mal was daneben halten. Guckt euch das mal an. Was ihr hier auf der rechten Seite seht, ist das erste Android-Smartphone mit E-Ink-Display. Ja, das ist ein Android-Smartphone. Das ist nicht diese Geschichte von Yota, sondern das kommt aus China. Da könnt ihr sehen, läuft auf Android Gingerbread 2.3.5 natürlich. Wir wissen nichts über den SoC und wie viel RAM und so weiter es hat, aber wir wissen, dass es ein E-Ink-Display hat. Und ihr könnt auch nicht schon sehen, ne? Also die Refresh-Rate ist nicht unbedingt die beste. Aber Tatsache ist, ihr habt ein sensationelles Display, was ihr wirklich im hellen Sonnenlicht ohne Probleme sehen könnt. Hier übrigens auf der rechten Seite haben wir Lautstärkeregelung. Hier haben wir dann Slot für eure SIM-Karte. Hier unten Micro-USB-Anschluss. Keine Kamera vorne, keine Kamera hinten. Und hier haben wir den An- und Ausschalter. Nun, was ist ein An- und Ausschalter beim E-Ink-Display? Im Grunde genommen habt ihr das Display dann immer noch an. Das sieht dann so aus. Standby. Und das ist dann jetzt der Standby. Insgesamt hat die Geschichte eine Akkulaufzeit von einem Monat. Da sind auch ein paar Apps vorinstalliert. Ich gehe mal zum Startscreen zurück. So, da haben wir es. Ups, gerade den E-Reader aufgemacht. Da ist irgendwie jetzt die Bibel am Start. Aber wir können auch ganz hier noch, ups. Ah, da habe ich irgendwas gedrückt. Hier. Geh mal zurück. Ja, irgendwie springt er jetzt lustigerweise in meinen E-Reader zurück. Glaubt mir, vorhin funktioniert das noch einigermaßen. Das ist ein absoluter Prototyp. Da gibt es nur 5 Stück von auf der Welt im Moment. Und wie ihr sehen könnt, gibt es hier wohl offenbar noch ein paar Probleme dabei. Übrigens auch eine Notification war. Zumindest hatte ich die vorhin gesehen, als ich im Startmenü war. Ah, okay. Wir gehen mal hier einfach zurück aus der E-Reader-App raus. Bitte, mach was. Here we go. Close. Ja, oh, sorry. So, machen wir zu. Ah, endlich. Also ihr seht schon, die Gingerbread-Anpassung braucht sicherlich noch ein bisschen Überarbeitung. Der Touchscreen ist nicht kalibriert im Moment. Da habt ihr verschiedene Apps drauf und es gibt natürlich auch einen Browser. Und auch da wird es schwierig, den Touchscreen zu den Browser zu öffnen. Da kommt er. Im Moment hat er keine Netzwerkverbindung leider. So, aber es ist ein ganz normaler Browser hier drauf. Nochmal, es ist ein Prototyp. Es funktioniert zwar schon, aber es gibt noch ein paar Kinderkrankheiten. Übrigens hier auch. Notification Bar, auch da seht ihr dann ganz einfach wieder, wie lange das einfach dauert, um es runterzuziehen, beziehungsweise nach oben. Ah, dennoch, völlig abgefahren. Die Kiste wiegt nur 80 Gramm, ist super leicht und ja, ein Monat Akkulaufzeit mit dem E-Ink-Display. Wofür ist das geeignet? Einfach, wenn ihr jetzt 4 Wochen am Strand liegen wollt und könnt nie was auf dem Handy bzw. auf dem Smartphone erkennen, dann ist so ein E-Ink-Display eine ganz feine Sache. Und es wird vor allen Dingen auch extrem günstig sein. Mehr davon könnt ihr übrigens erfahren auf armdevices.net beim Charbox, auch auf dem Channel auf YouTube. Ansonsten war das ein erstes Hands-on mit diesem Android E-Ink Smartphone. Ich bin Sascha für Mobile Geeks. Vielen Dank fürs Zusehen.